Ja, da wäre der Flamer dann doch ganz gut gewesen hier. Ja gut, ich höre meistens eh nur noch Underground, was, ja, ich sage immer so ganz arrogant, meine Bands sind. Was ist eigentlich mit dem Ton aktuell? Dass ich nicht zu leise bin und so weiter. Jo, danke. Besser mal nachfragen, bevor es irgendwo hakelt. Dang it. What? Invisibility Frames. Wo wart ihr, wenn man euch braucht? Ha. Aber schön, wenn ich so laut bist. Ich hab dir gleich laut. Na gut, immer noch kein Plan, was mit Teamspeak los ist, Flash. Oder ob das Windows ist oder ob sich da irgendwelche Gerätschaften in die Quere kommen. Oh, apropos, so in einer halben Stunde ist das Video vom neuen Rechner online. Hat sich die Community gewünscht, dass ich mal angeben soll. Ist das so? Ja, das ist doch irgendein Server-Hoster, von denen die gekauft worden sind. Das Level hier kann ich mich so gar nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier die Pro-Strats. Rums. Kein neues Video bei YouTube. Was? Oder habe ich Dork das auf morgen gesetzt? I am Dexter, I am a boy genius and I hate my stupid sister Didi. Oh, ja, steht auf morgen. Hö. Und ich habe das Thumbnail auch noch gar nicht drauf. Stimmt ja, heute ist der 15. Ich war irgendwie dass morgen der 15. ist, aber naja. Dann schalten wir es halt manuell frei. Ah, da ist das Thumbnail. So, planmäßig, öffentlich, bumm. So. Nein, nein. Sag mir mal bitte, ob das Mikrofon, ob man den Ventilator arg hört. Weil es ist dann doch gut warm. Selbst mein Prozessor hat 50 Grad. Welcher Venti? Der da.
Naja, aber wenn man nichts auf dem Mikrofon hört, von wegen oder irgendwas in der Richtung, dann ist alles gut. Dann ist hier ja alles Gute. Nein! Ah, bitte. Gerade sagen, Standardmütze muss doch noch irgendwo dabei sein. Hoffentlich, hoffentlich. Ich meine, hier gab es auch irgendein Level, da rennst du vor Lava weg oder sowas. Da musst du auch zusehen, dass du die Mütze behältst, die richtige. Weil sonst kriegst du auch irgendeinen Schatz nicht, wenn ich mich da recht entsinne. Hä, hey, warum ist der Aufgang schon offen? Na komm. Hui. Schon wieder. Was gab's denn hier alles für Mützen? Was? Boah, das war mies. Das war echt mies, dass das Ding einfach auf dem Boden bleibt. War das nicht, wenn du Gegner zerquetscht, lässt du eine 10er-Münze kriegst? Ich meine, hier wäre auch irgendwo noch Zeug dahinter. Nein, ernsthaft. Ah, Pixel perfekt nicht weit genug gekommen. Damit. Ich bin gerade verwirrt. Invisible Blocks habe ich ja schon immer geliebt bei kommt jetzt nicht die Maus? Nee, King Cooper. Okay, er ist wesentlich schneller als ich erwartet habe. Da kommt so alles so. Wut. Ah, schön. Voll ins Kreuz. Bam. Sagen, irgendwo hier waren
ein Secret. Muss leider weg, Bonzo. Lass aber den Stream laufen. Jo, danke dir. Viel Spaß mit deinem Besuch und ich hoffe, wir sehen uns ja, spätestens Mittwoch wieder zu Katgeigisch TV. Ich würde mich sehr freuen und ja, schönen restlichen Sonntag. Captain Butterbrot gehört jetzt auch zum Clan. Wie Obstkuchen. Vielen Dank für deinen Sub. Und ich hoffe, du wirst es nicht bereuen, dem alten Mann beim Zocken zuzugucken. Wie auch immer ich den jetzt besiegt habe. Jedenfalls hat Captain Butterbrot Glück gebracht. Noch ein O7-Mensch. Ach nee, Quatsch. Vergesse ich immer, dass ich hier bei die die Spalte dafür aufmachen muss. Schaust du Rumpel, weil du O7 benutzt? Okay, was ist das denn jetzt? Power Bomb Time. So null erinnern. Bam! Voll in die Fresse. Das ist ein Meter voll. Boom! Ah, es gibt Leben. Alles klar. 50 Ups für 5 Treffer. Okay. Ah, genau, dieser komische Teepot hier. Dang it. Ich glaube, der Level hier veränderte sich auch noch mal richtig komplett, wenn man den Boss besiegt hatte, dann, wenn ich mich recht entsinne, fiel an der Deckel oben auf den Teepot-Berg oben drauf oder irgendwie so war das. Ernsthaft? Okay. Da dreht er auch nur rum. Da dreht er einfach rum. Hier gab es nicht die Hasenohren, sondern hier gab es die Kokottmütze.
Na, ist das Unboxing? Ja, hat ein bisschen Probleme gemacht, sage ich mal, weil ich ja nicht kontinuierlich gefilmt habe. Also, das mit der Beleuchtung war ja Samstag gedreht. Das war so ein bisschen ungewohnt, sage ich mal. Aber sonst. Und ich fand halt lustig, dass ich Eraserhead drunter legen konnte mit Digital Absorption. Auf MB, ah, okay. Na dann. Das ist aber eh schon viel zu viel Beleuchtung. Ich sag mal, es langt, wenn das eine Farbe ist, dass man sieht, dass die Möhre an ist. Wow. So, rechts oder links? Jetzt gibt's aber keinen Sub mehr dafür. Oh, schauen wir mal, ob der Captain recht hat. Boom, der Captain hat recht. Bada boom. Das langt aber einmal gewinnen schickt. Beide. Bip, bip, bip. Stirb, du Vogel. Ach, Arschbombe kann er nicht machen, wenn er nicht die Spitzmütze auf hat. Und von unten aufmachen ist er auch kein Fan. Und Captain Butterbrot, was ist bei dir so momentan an Ouch-Games am Start? Wartest du auf was oder bist du auch momentan eher retro-mäßig unterwegs? Oh, na komm schon! Ja, geht doch. Bah! Wurde aber gesagt, wenn diese Dinger einmal mit der Hand losgehen. Okay. So war es geplant. Alles gewährt, aber auch gerne Retro. Na ja, gut, ich bin halt, wenn ich alleine streame, halt aktuell ziemlich viel halt in der Super Nintendo und Gameboy-Ära unterwegs. Ich halt dank des Retrons halt die Original-Cartridges da reinbolzen kann. Weil ich halt von ja, ROMs halt nichts halte. Da sagen wir so, ich bin nicht so der Fan davon.
Weil bis die Dinger teilweise zum Laufen bekommen, dann funktionieren die nicht mit jedem Emulator und diesen ganzen Zerch, da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Was? Ha!